Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Messer, und zwar eins von der Firma Victorinox. Es handelt sich hierbei um das Modell Daypacker. Das habe ich schon eine ganze Weile. Das habe ich mir aus den Staaten kommen lassen. Ja, Schweizer Messer aus den Staaten bestellt nach Deutschland. Ja. So geht Globalismus. Ja, aber kommen wir zurück zum Messer. Ich fand das irgendwie cool, diese Clip-Point-Klinge und dieses knallgelbe Heft hier mit dem ja, goldenen Victorinox-Logo mit dem Kreuz und den Messingnieten. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so Mini-Bowie. Weiß nicht, ich fand das so witzig, also irgendwie, und ich musste das einfach haben. Also ich hoffe, es kommt gut rüber auf der Kamera. Also die Schalen, die sind wirklich ja, knallgelb. So, und schauen wir uns mal hier ein paar Details an. Also die Grifflänge hat 10 cm. Ein Gewicht komplett von 33,5 Gramm. Ja, und die Schalen sind genau wie die ja, Ecoline-Schalen. Etwas rauer, etwas unempfindlicher als die normalen Celidur-Schalen. Ja, und diese Clip-Point-Klinge, die ist dermaßen scharf. Die ist auch nur einseitig hier angeschliffen, wie ich das so gesehen habe. Also, das ist wirklich ein Boxcutter, ja, Deluxe. Also muss man vorsichtig sein. Das Ding ist rasiermesserscharf, also wirklich. Na, wird hier auch als, ja, als Gärtnermesser, als Okuliermesser, als Floristenmesser, gehandelt. Allerdings nicht in Gelb, sondern in, ja, Rot und Schwarz. Ich kriege hier ständig irgendwelche Nachrichten. Ja. Hier ist das andere Floristenmesser mit einer Schiebwutklinge, auch super scharf, auch nur einseitig geschliffen. Eben ja, klassischen Rot, auch mit Messingnieten. Na, so, und dann habe ich das nochmal, hier, das hat sogar nochmal hier einen Schlüsselring. Das haben die anderen beiden nicht. Und hier haben wir nochmal das Schiebwut in Schwarz. Na, aber hier das Gelbe. Das fand ich halt irgendwie klasse. Ja, okay. Das war ein kurzer Blick auf die Victorinox-Messer bzw. auf das Victorinox Daypacker. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.